Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Immobilienbranche werden immer deutlicher. Inflation, steigende Zinsen, Preissprünge bei den Baukosten und Lieferengpässe. Dazu steigende Zinsen, weshalb sich immer weniger Menschen den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses leisten können. Endet nun bald der Bauboom? Vor allem um diese Frage wird es wohl heute in Berlin gehen, beim Tag der deutschen Immobilienwirtschaft. Am Mainzer Stadtrand entstehen gerade 200 Wohnungen. Von Herbst an sollen die ersten Mieter einziehen. Hier ist die Finanzierung gesichert, weil es langfristige Verträge gibt. Aber die steigenden Bauzinsen und die hohe Inflation treiben künftig die Kosten. Das hat drastische Folgen, befürchtet der Projektleiter. Wir erwarten einen Rückzug der großen Kapitalanlagegesellschaften, der großen Investoren von der Immobilienbranche, was am Ende zu einer Investitionszurückhaltung führt, die dann die Umsetzung von großen Wohnungsbauvorhaben und großen Wohnungsbaupaketen erschweren wird. Die Baubranche verzeichnet aktuell einen massiven Stimmungseinbruch in allen Bereichen. In einer breit angelegten Umfrage rechnen knapp 81% der Firmen künftig mit schlechteren Finanzierungsbedingungen. Nur 12% waren es dagegen vor knapp einem Jahr. Und es gibt zusätzliche Belastungen. Auch die Materialkosten dürften weiter nach oben gehen. Insbesondere Stahl ist ein Thema. Wenn man da im Hinblick auf die Ukraine schaut, wird sich da die Preissteigerung noch nach oben bewegen. Experten warnen mit Blick auf die Gesamtentwicklung, das Eigenheim könnte für Normalverdiener so zum Luftschloss werden.